Was wäre eigentlich passiert, wenn Hermine böse geworden wäre? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über Hermine Granger und die dunklen Künste sprechen. Außerdem werden wir uns mit der Frage beschäftigen, was passiert wäre, wenn Hermine Granger sich der dunklen Seite der Magie zugewandt hätte. Was wäre mit der jungen Hexe passiert und wie würde es ihrem Umfeld ergehen? Bin nur ich es, der sich fragt, wie mächtig Hermine Granger werden könnte, wenn sie sich wirklich für alle Aspekte der Magie öffnen würde? Ich denke, das ist eine ziemlich interessante Frage und genau darüber werden wir jetzt sprechen. Wir können uns aber auch darauf einigen, dass sie niemals mit klarem Verstand dunkle Magie benutzt hätte. Hermine ist eine der wenigen Charaktere im Harry Potter-Universum, die fähig ist, die meisten Zauber und Aufgaben, die ihr gestellt werden, zu meistern. Sie hat ein unglaubliches Talent und wird von allen als extrem kluge und hochbegabte Hexe beschrieben. Hermine hatte nie in der Schule zu kämpfen und es sah immer so aus, als wäre alles sehr, sehr einfach für sie. Hermine ist ein sehr logisches Individuum und nicht mit emotionalen Dingen zu beeindrucken. Natürlich ist sie ein ganz normaler Mensch, wie alle anderen auch, aber sie denkt ein wenig anders. Sie blickt auf das große Ganze, wie wir an einem ganz einfachen Beispiel feststellen können. Wir sehen Hermine den Unterricht von einer ganz besonderen Professorin nicht ganz ernst nehmen und diese Professorin ist Professor Trelawney. Hermine glaubt nicht an Wahrsagerei und es macht sie sogar sehr wütend, dass das, was Professor Trelawney tut, keinen wirklichen Sinn ergibt. Hermine konnte alle Fächer lernen und hatte vor ihrer Schulzeit in Hogwarts schon die Hälfte aller Schulbücher durchgelesen, bevor der Unterricht überhaupt startete. Leider konnte sie dies in diesem Fall bei Professor Trelawney nicht machen, denn diese sagte ihr, dass sie keinerlei Begabung für die Wahrsagerei hat. Und das machte Hermine sehr frustriert und wütend, denn es war das erste Mal in ihrem Leben, dass sie für etwas nicht die nötige Begabung hatte oder etwas nicht lernen konnte. Diese Eigenschaften des logischen Denkens und des Interesses, in allem die Beste zu sein, erinnert mich an einige der mächtigsten Zauberer im Harry Potter-Universum. Spezifisch an die böse Seite, junger Tom Riddle und junger Grindelwald, aber natürlich auch an Albus Dumbledore zum Beispiel. Die Auffassungsgabe von Hermine war unglaublich und wir wissen alle, was Hermine bereits im ersten Lehrjahr konnte. Bei ihrer ersten Begegnung mit Harry reparierte sie seine Brille mit einem Zauber und sie half Ron oft, sehr oft in der Schule. Letztendlich machte sie einen sehr großen Teil des Erfolges des Trios aus. Man kann die Male, die sie das Trio rettete, wahrscheinlich nicht mal an zwei Händen abzählen. Aber trotz Hermines gutem Ruf hat sie auch die Regeln gebrochen. Wie zum Beispiel bei der Herstellung des Vielsafttrankes im zweiten Jahr. Obwohl sie glaubte, dass das, was sie tat, das Richtige war, brach sie die Regeln, denn sie wollte herausfinden, was Draco über die Kammer des Schreckens wusste. Wir wissen bereits, dass Hermine am Ende eine ziemlich gute Karriere macht, weil sie die Zaubereiministerin wird. Das ist so ziemlich das Einzige, was am verwunschenen Kind gelungen ist. Wie weit könnte sie also noch gehen? Was könnte sie alles erreichen, wenn sie tatsächlich dunkle Magie einsetzen würde? Die Sache mit der dunklen Magie ist, dass sie normalerweise für egoistische, egozentrische Zwecke eingesetzt wird und auch um Menschen zu schaden. Die unverzeihlichen Flüche sind eine Sache, bei der man sehr vorsichtig sein muss, denn man muss, was sie tun, wirklich wollen, das heißt aus egozentrischen Gründen töten, foltern und kontrollieren wollen. Das ist schwer sich bei Hermine vorzustellen, dass sie jemals diese Grenze überschreiten würde. Eher aus akademischen Gründen würde sie dunkle Magie anwenden, um zum Beispiel zu sehen, wie ein Horcrux hergestellt wird. Wenn wir uns so etwas wie den Imperiusfluch angucken, dann ist es ein Werkzeug, welches man einsetzen könnte, um das Böse in der Welt zu bekämpfen, indem man Informationen bekommen könnte oder Gleichgesinnte der Verbrecher einschleust und kontrolliert. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn Hermine einen dunklen Zauber verwenden würde, es der Imperiusfluch wäre. Es wäre natürlich nichtsdestotrotz völlig unmoralisch und überhaupt nicht vertretbar. Man kontrolliert natürlich keine Menschen und raubt ihnen den Willen, nur weil es zum Guten der Welt und seiner Form beitragen würde. Die wissenschaftlichen Aspekte bei der ganzen Nummer könnte ich mir natürlich auch gut bei ihr vorstellen, wo sie natürlich rein akademisch untersucht, wie sich der Avada Kedavra-Fluch auswirkt und was genau bei der Anwendung passiert. Nur wenn sie die dunkle Macht und Zauberei versteht, kann sie danach streben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen und ihre eigenen Spuren in der Welt zu hinterlassen. Das ist es, was Hermine Granger immer wollte. Sie wollte etwas bewirken und ein bleibendes Vermächtnis hinterlassen. Sie würde sich nicht an Dingen beteiligen, die sie für kindisch oder unreif hält, aber wenn eine logische, verständliche Begründung vorhanden wäre, würde ich Hermine schon sehr, sehr viel zutrauen.
Sie würde sich mehr für den Prozess hinter den dunklen Zaubersprüchen interessieren als für die Anwendung, glaube ich. Ein Charakter wie sie braucht ein gründliches Verständnis für die Magie an sich und all seine Bereiche. Das heißt aber nicht, dass sie unbedingt dunkle Magie einsetzen muss, nur weil das Interesse eventuell da wäre. Da können wir als Beispiel Albus Dumbledore nehmen. Er wurde als der mächtigste Zauberer seiner Zeit betitelt. Er hatte eine Reihe von Zaubersprüchen, besonders dunkle, in seinem Arsenal. Er brauchte sie zwar nicht wirklich zu benutzen, aber das heißt nicht, dass er sie nicht kennen muss. Man weiß einfach, dass Dumbledore, wenn er wollte, die Dinge auf eine ganz andere Ebene bringt, und ich habe das Gefühl, dass Hermine diese Art von Person sein wird, die beide Seiten kennenlernen wollen würde. Aber nur aus Spaß, lasst uns einmal in das hypothetische Szenario eintauchen, in dem Hermine sich wirklich der dunklen Seite zuwendet. Und damit meine ich so Tom Riddle alias Lord Voldemort-Style. Was würde passieren? Nun ja, sie würde es wahrscheinlich am Anfang nicht offensichtlich machen. Sie würde in ihrer Schulzeit wahrscheinlich keinen Anreiz für andere Leute schaffen, Dinge zu hinterfragen. Keine Kommentare über Muggelgeborenen oder ähnliches. Ja, ich weiß, wäre auch ironisch bei ihrem Hintergrund, aber ignorieren wir das mal für eine Sekunde. Sie würde natürlich, so wie sie es auch vorher getan hat, die Bibliothek besuchen, aber dort nicht nur auf der erlaubten Seite bleiben, sondern eher in den verbotenen Teil übergehen. Wie ich schon gesagt habe, würde sie das eher geheim machen und ihre Freunde behalten. Ich denke nicht, dass sie der Typ dafür wäre, sich direkt mit den Slytherins zusammenzutun und ihre Tarnung auffliegen zu lassen. Sie wirkt auf mich zu klug dafür. Hermine würde nach und nach mehr über die dunkle Magie lernen, getarnt als brave Schülerin. Sie hätte es definitiv noch viel einfacher als Tom Riddle gehabt, unentdeckt zu bleiben. Wenn Hermine wirklich den gleichen Weg mit Horcruxen und der Unsterblichkeit wie Riddle hätte einschlagen wollen, denke ich wirklich, dass sie viel schlimmer und unsichtbarer gewesen wäre. Eine unsichtbare Bedrohung ist sehr, sehr übel, finde ich. Sie hätte mit intelligenten Schachzügen das gesamte System aus dem Schatten heraus aushebeln können und sich dadurch genau das erschaffen, was letztendlich das Ziel war. Später hätte sie, denke ich, die offensichtliche Kontrolle übernommen, aber natürlich als unschuldige Person, die alle retten möchte. Falls ihr mehr solche Analysen über Charaktere sehen möchtet und das detaillierter, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Es gibt wirklich keinen Zauberspruch, den Hermine nicht kennt oder eine Situation, aus der sie sich nicht selbst herausdenken könnte. Aber ja, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe, kann man nicht an beiden Händen abzählen, wie oft Hermine Harry und Ron gerettet oder ihnen in irgendeiner Weise geholfen hat. Und ich denke nicht, dass Hermine eine dunkle Hexe wird oder sich in dunkler Magie verliert, aber sie hätte definitiv die notwendigen Eigenschaften gehabt, um dies zu tun und Großes im dunklen Gebiet der Magie zu erreichen. Das ist also meine Einschätzung, wie mächtig Hermine werden hätte können, wenn sie sich auf den Weg der dunklen Magie und dunklen Künste gewagt hätte. Was ist deine Einschätzung dazu? Wäre Hermine wirklich dazu fähig gewesen, sich mit dunkler Magie auseinanderzusetzen? Schreib es gerne in die Kommentare. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib sie mir doch gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.